Hallo, ich grüße euch, Martin hier. Schönen Abend. Nochmal kurzer Risikohinweis. Wie gesagt, die in meinen Videos, Webinaren geäußerten Analysen und Einschätzungen spiegeln nur meine Meinung wider und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder Futures zu verstehen. Weder explizit noch stillschweigend eine Haftung für hinsichtlich etwaiger Versuch, eine Haftung hinsichtlich etwaiger Verluste ist ausgeschlossen. Der Schlusskurs. Ein ganz wichtiger Aspekt, sehr oft überhaupt nicht beachtet von vielen Tradern. Die stochern oft ein bisschen im Dunkeln herum und ich versuche, ein bisschen Licht in das Dunkle hier zu bringen. Der Schlusskurs ist eines der wichtigsten Aspekte im Trading. Der ist so wichtig, das glaubt man gar nicht, wie wichtig der ist, der Schlusskurs, ne? Der Schlusskurs natürlich der entsprechenden Zeiteinheiten. Und die größeren Zeiteinheiten machen ja den Trend oder einen Trendbruch, ne, oder überhaupt nichts, ne. Und wir können feststellen, anhand der längerfristigen Trends, Unterstützungswiderstandszonen, wo gegebenenfalls die aktuelle Preisaction hin möchte. Ne. Das heißt, wir müssen hierzu die höhere Zeiteinheit studieren und Einstiege und Ausstiege, beziehungsweise Ausstiege, können dann in einer kleineren Zeiteinheit optimiert und besser getimed werden. Wir haben hier den ES Future im Monthly. Ne, das sehen wir hier, dass wir hier in einem Aufwärtstrend sind, der momentan D plus fällt, ADX steigt nicht mehr. Momentan natürlich zum Stillstand gekommen ist, auch die Parabolik ist jetzt oberhalb der Preissection. Wir sind aber immer noch oberhalb der Mittellinie der Bollinger-Bänder. Also das heißt, der langfristige Trend ist völlig intakt, völlig in Ordnung alles, alles ist gut, solange wir nicht die Mittellinie auf Schlusskursbasis unterbrochen haben. Ja, so das heißt, ich weiß als Trader, wir kommen auch gleich zu den Levels, dass ich hier jetzt den nächstmöglichen Raum habe, ne, der nächstwahrscheinliche Trading-Raum des Marktes. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Er kann aus dieser Konstellation, aus der Dynamik, sowohl weiter laufen. Er kann aber auch aufgrund eben jetzt der momentanen etwas schwächer werdenden Dynamik in eine Range erstmal kommen. Das heißt in einer Konsolidierungsphase. Das ist jetzt momentan gerade was der Markt probiert. Das ist dieses Gesamtmarkt-Überblickstudio sozusagen. Das ist ein wichtiges Sentiment, dass man fühlen und spüren kann, was der Markt jetzt überhaupt will. Und das Monthly ist prädestiniert. Wir haben hier das Weekly. Im Weekly sehen wir schon, dass die Mittellinie der Bollinger hier eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Das liegt natürlich auch daran, dass hier auf dem hohen Niveau im Monthly die Bullen das wissen möchten, ob es jetzt nun hier weitergeht. Ne? Und deswegen ist die Mittellinie der Bollinger im Weekly enorm wichtig. Ja? Die ist enorm wichtig und wir sehen, dass das auch kein Zufall ist, warum sie so wichtig ist, ne? Dass man hier auch die Zonen viel besser erkennen kann. Natürlich kann man auch eventuell andere gleitende Durchschnitte oder anderes probieren. Ich finde es hier sehr einfach, ja, zum Ablesen, denn wir sehen auch, wenn die Linien dann mal später gebrochen werden, was dann passiert. So, das heißt, es ist zunächst zu achten, darauf zu achten, wie diese wöchentlichen, ne, ob diese wöchentliche Zonen, ne, diese wöchentliche Widerstandszonen gebrochen werden. Ne. Das ist jetzt Daily, ES Future Daily. Ne. Das heißt, wir sehen im Daily, sind wir jetzt unterhalb der Bollinger. Wir haben hier auch einen Abwärtstrend, beginnen seit hier. Ja, wir sehen hier, dass die Mittellinie der Bollinger eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, hier auf Schlusskurs haben wir gesettelt und dann haben wir gesehen, was passiert. Natürlich haben wir nicht gewusst, wie stark eine Korrektur ist, aber wenn man das 100 Mal gesehen hat, weiß man, dass es nicht bullisch aussieht. Und deswegen war dieser Schlusskurs, dieser Tag, war enorm wichtig. Es war, glaube ich, der 1. Februar oder sowas, ne? Der war ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist,
dass der Monat, wenn der Monat beginnt, es auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Ne? Das heißt, das ist der Februar. Das heißt, das ist der Januar. Der hat übrigens die Bollinger verlassen, ne, so ein bisschen drüber. Das ist eigentlich auch ein erstmal kurzfristig bärisches Zeichen. Dann hat er natürlich hier das richtig hier losgelassen, sage ich mal, der Markt. Den Bären. Aber wichtig ist, dass der Monat, ne, interessanterweise, hier unterhalb der Bollinger im Daily begonnen hat, ne, geschlossen hat. Und das war schon das erste Zeichen, dass der Februar nicht positiv beginnt. Das weiß man dann als Trader. Ganz simpel und einfach. Und das Crossing sowieso. Das ist zwar noch kein Tradable Crossing in der Form, aber es ist zumindest für mich als Trader ein Signal. Egal, ob ich jetzt Long oder irgendwo irgendwas habe, ein bisschen aufzupassen. Ja. Jetzt kommen wir mal in den Stundenchart. Ne? Und wir sehen hier auch interessanterweise, ne, unsere üblichen Verdächtigen, ADX, D-Minus ist oberhalb, Trend wird stärker, Mittellinie der Bollinger ist hier auf Schlusskursbasis unterschritten und siehe da, was da passiert. Ja, wir wissen nicht genau, was und wie stark, aber wir wissen das. Und das reicht uns als Trader, egal ob du langfristig, mittelfristig, ob mit Option oder ohne Option unterwegs bist. Wir wissen ab hier, ab Schlusskursbasis, da wird es bärisch. Hier waren wir auch, Schlusskursbasis bullish. Ne? Da hat sich der Markt aber nicht durchgesetzt. Das heißt, je nachdem, wie man tradet, wäre das als einziges Signal nicht vorteilhaft. Das heißt, wir müssten dann den ADX nehmen und da wissen wir, das heißt, in unseren ADX-Studien wissen wir, beim fallenden ADX erwarten wir hier noch keine bullische Preisbewegung. Das wäre noch kein, aber es wäre ein Sentiment, ne, mit dem man beginnen kann. So, dann kam es aber so, dass hier auch die Dynamik im ADX weitergeht und wieder die Mittellinie auf Schlusskursbasis also praktisch geschlossen worden ist. Und ja, dann ist es wichtig. Das heißt, wenn du in diesen Stunden, wenn du am PC sitzt, ne, und diese Stunden anschaust, dass du siehst, wie, was passiert denn da jetzt? Wie endet diese Stunde? Dann weißt du dann auch in kleineren Zeiteinheiten, wie man sich da gegebenenfalls dann positioniert. In diesem Raum dann, ja, ist es unheimlich schwer. Das ist ein bisschen mehr Rätselraten. Ne? Der Markt kann hier, er kann nur so wieder hoch, er kann so wie hier, was er gerade gemacht hat, in einer Range. Das ist ein kleines Fragezeichen. Aber wenn man gerade an diesen Stellen, die etwas klarer und ja, wichtiger sind von der Marktdynamik, von der Marktentscheidung. Denn der Markt will ja irgendwas. Ne? Und was will der Markt? Also, Entschuldigung, das ist jetzt der 15-Minuten-Chart nochmal. Ne? Und da sehen wir auch, gleiches Schema, ADX, D-Minus, das heißt, hier die Schlusskurs sind unterhalb der Bollinger. Ne? Hier haben wir auf Schlusskursbasis geschlossen. Wir haben es nicht geschafft, bei dem nächsten Setup, also beim nächsten Candle hier höher zu schließen. Ne? Und wenn ich dann mir das Stundenmäßige anschaue und das 15-Minütige, dann sehen wir auch, warum sich der Markt auch entsprechend entwickelt. Also so ist jetzt die Diskussion zu führen. Das heißt, egal auf welcher Ebene ihr tradet, ihr müsst wissen, was die nächsthöhere, ne, natürlich Einheit, Candle-Einheit, will, und viele Entscheidungen, auch im Tageschart oder im Stundenchart, entstehen meistens, wie ihr gerade seht. Das kann man natürlich schlecht nachvollziehen, das könnt ihr mal üben, aber wahrscheinlich ist es dann sehr oft die letzten 10 Minuten, ne, so wie beim ES auch, ne, und dann hat man eine viel bessere Chance, da entsprechende Trends zu erwischen, natürlich als Unterstützung für, wenn man jetzt irgendwelche Indikatoren, natürlich andere Indikatoren hat, etc. Aber letztendlich brauchen wir nicht mehr. Was zum Volumen nochmal. Das Interessante ist, Volumen und Trend, Trendvolumen. Wer hat recht? Wer ist besser und stärker? Der Trend ist besser. Das heißt, wenn wir erkennen, wie auf Schlusskursbasis, ne, eine bestimmte Zeiteinheit schließt, wird daraufhin das Volumen folgen. Warum?
Weil es logisch ist, weil erst die Signale kommen, bevor die Leute in den Markt gehen. Also das heißt, du bist dann bei diesen Diskussionen praktisch in erster Reihe, in der ersten Reihe und sagst, wenn das auf Schlusskursbasis bricht, dann wird das Volumen losgehen. Ne? Sozusagen. Ja. Das heißt, Volumen in der Hinsicht als Indikator, also das ist recht uninteressant. Ne? Natürlich hat der Markt Tendenzen zum Reversion to the Mean, dass er eben diese Point of Control hat, aber der Trend ist stärker. Wenn der Trend anfängt dynamisch zu werden, dann verlässt der Markt einen Point of Value und kommt zu einem anderen Level. Ja? So, das heißt, dann nützt mir das Volumen nichts, wenn ich doch nicht weiß, worauf der Markt reagiert. Und er reagiert eben auf die entsprechenden, ja, Trendentwicklung, sprich Schlusskurs. Ne? Das sind Entscheidungscandles. Würde jetzt dieser Candle am Montag oder was, ne, was war es? Montag, war es Freitag oder was? Ne? Der 1. Februar positiv verlaufen sein, wäre durchaus möglich, dass die Hochfrequenzhändler und was weiß ich, was da alles in Wall Street rumtümmelt, was sich da rumtümmelt, wieder long gegangen wäre kurzfristig. Ja, das wäre sehr, sehr wahrscheinlich gewesen. Ja, aber so ist es halt nicht geschehen. Es war sicherlich auch geplant, vielleicht ein bisschen, kann man auch schon so sagen, aber Prinzip ist, warte mal, ich muss da wieder zurückkommen, Entschuldigung. Aktuelle Folie. Ne, jetzt sehen wir nochmal ganz kurz im Detail, was der Markt will, und jetzt fühlt den Markt. Ne? Fühle die Kraft, Luke. Weekly, das ist Weekly. So, wir sehen hier, er hat noch die Mittellinie verteidigt. Ne? Sprich, er hat noch einen Rebound gemacht, kurz vor Panikschluss am Freitag. Ne? Er war ja schon tief und hat auch, das war auch der Grund, warum der Markt so schnell und so hoch gereboundet hat, sozusagen, zu irgendeinem Zeitpunkt. Okay? Weil der Markt, wissen wollte, schließe ich auf Schlusskursbasis. Er hat es nicht gemacht, der rote Pfeil ist von mir. Das ist jetzt Daily, ne? Das ist Weekly, das heißt, die Woche ist noch, hat hier erstmal den Test bei 2,6. Ja, irgendwo, muss ich mal schauen. Ein bisschen tiefer als wo wir jetzt sind. Hier war der Test im Weekly. Ne? So, im Daily, leider, haben wir aber die Mittellinie nicht auf Schlusskursbasis überschritten. Ja? So, das ist schon mal schlecht. Und es ist auch der D-Minus momentan wieder, hat wieder Oberhand. Das heißt, der Trend ist bärisch im Weekly. Okay? Während jetzt im 15-Minuten-Chart wir natürlich jetzt diese kurze Korrektur hatten. Aber wenn du das siehst, ja, im Daily und das im 15 Minuten, ja, jetzt mache ich mal die Farbe gleich. Ja, die Farbe gleich. Ihr braucht keine großen Tools und irgendwelchen teuren, was weiß ich. Das ist die beste Form des Studiums und der Preis-Action. Der Rest ist völliger Quatsch. Ne, da spielt die Musik. Das ist das Level, ne, was er hier versucht hat. Ne? Hat er nicht geschafft. So, das heißt, ich weiß in 15 Minuten oder 10 Minuten, dass das wahrscheinlich jetzt das Top ist. Ja, auf Schlusskurs. Das heißt, ich weiß auch, dass der Montag aller Wahrscheinlichkeit nach, jetzt passt mal auf, nicht bullish endet. Er kann bullish beginnen. Wichtig ist aber der Montag, wie der Montag endet. Wenn der Montag wieder unter dem Bollinger-Mittellinie endet, also unter der 2, sagen wir mal 96, 2690, dann sehen wir wieder diese Region, weil die Dynamik ist noch da. Das wäre jetzt mittelfristig 10-20 Minuten chartmäßig ein Short, obwohl wir hier long sind, aber das funktioniert noch. Ja? Also ein bisschen wird man Montag vielleicht noch hier rumdümpeln und dann kommt es drauf an, wie stark oder wie schnell wir hier sind. So, das ist jetzt Zukunftsmusik. Ja? So, in vielen Kanälen lesen wir, man kann doch nicht wissen, wohin der Markt geht. Nein, das können wir nicht. Aber wir können zumindest wissen, wo er jetzt gerade steht und was er will. Das können wir. Ja? Und aus diesem Können, oder besser gesagt,
aus der Info, wo der Markt jetzt ist, was ihm jetzt gerade interessiert. Ne? Ja, und das ist ja, wir Menschen möchten etwas vom Markt, aber wir möchten ihm nicht zuhören. Ne? Wir verschwenden leider keine Zeit, den Markt zuzuhören, sondern nur, was wir wollen. Ne? Dass wir Geld wollen. So, wenn du dem Markt zuhörst, wirst du sagen, er will eigentlich runter, hat jetzt noch die Widerstandszone vor sich, aber im kurzfristigen Bereich schwächelt er und versucht es und dann fühlst du, dann sagst du, naja, ich weiß zwar nicht, wohin er geht morgen, aber ich habe gegebenenfalls eine Tendenz zu glauben, dass er vielleicht nochmal die untere Region an, zunächst mal, bevor es weitergeht, bevor es dann die nächste Marktphase-Situation kommt, je nachdem, wo wir hier in der Range sind. So, das heißt, er hat, also wir sind per Definition im Abwärtstrend im Weekly. Okay? Und damit wir im Aufwärtstrend sind, mal so sagen, müsste DE Plus oberhalb DE Minus sein. Und der Trend, das wird in dem Fall egal, aber die Preisaction wäre dann hier. Das heißt, die Preisaction müsste hier sein für einen weiteren Aufwärtstrend. Das ist anhand der Dynamik so. Wir sind dann oberhalb der Bollinger, wir haben einen ADX, einen DE Plus, der die Oberhand hat. Was heißt überhaupt DE Plus, DE Minus? Naja, ich habe tolle, super lange Webinare gemacht mit 15 Stunden Inhalt, wo sich bis jetzt keiner beschwert hat. Aber kurzum heißt einfach, dass die Bullen vor der Preisaction, vor der Berechnung der entsprechenden Zeiteinheiten, man sehen kann, ob jetzt die Bullen oder die Bären die Oberhand haben. Wie man das dann genau definiert fürs Trading, das bedarf eines kleinen Studiums. Ja, aber hochinteressant, sehr effektiv. Ist wahrscheinlich wohl das Einzige, was man dann später noch braucht, diese Dynamik-Situation anhand eben dieser Indikatoren besprechen. Und dann weiß man ganz genau, wo man steht und was die nächsten möglichen Räume sind. So, das heißt, der nächste mögliche Raum wäre hier. Ja, zunächst aus dieser Konstellation. Ne? Das heißt, ich muss im kurzfristigen, wenn ich dort ein negatives Crossing sehe, das heißt, wenn ich sehe, dass im kurzfristigen Bereich 15 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten ein negatives Zeichen ist, dass ich zum Beispiel unterhalb der Bollinger, also in 15 Minuten wäre es die 2680, die werden mal vielleicht ein bisschen höher sein, ne? Wenn der Markt da noch ein bisschen rumdümpelt, ist der Durchschnitt ein bisschen höher. Also sagen wir mal, wenn 2690 am Montag in 15 Minuten auf 15 Minuten Basis durchgebrochen, also ja, gebrochen wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nach, sind die Bären wieder dran, zum Beispiel. Ja, weil dann weiß ich, dass es im Daily auch nicht funktioniert und ich weiß, dass er wieder an der Unterstützungszone rumnagt. Und dann weiß ich, die Woche ist Montag. Sage ich, okay, auch wenn Montag positiv beginnt, schaut euch an, wenn er so die Hälfte nicht schafft, die Hälfte des letzten Candles, also wenn er nicht über die Hälfte des letzten Candles am Montag oder Dienstag kommt, wird er wahrscheinlich den unteren Bereich antesten. Wenn er es umgekehrt macht, wenn er jetzt unten negativ beginnt, je nachdem wie die Italien vielleicht Wahlen ausfallen, das interessiert aber die Amerikaner eigentlich herzlich wenig, dann könnte er nochmal hochkommen während der Woche und dann wird der Montag oder der Donnerstag spannend, zum Beispiel. Das weiß ich als Trader. Und das ist eine gute Vorbereitung für mich. Eine viel, viel bessere als 1000 Prognosen, wohin der Markt gehen könnte oder so. Das ist für mich als Trader das A und O, das Butterbrot. Und das wird halt leider halt auch viel zu wenig erkannt oder besprochen. Das ist mein Butterbrot. Mich interessiert überhaupt nichts, was zwei Wochen ist, wenn ich als Trader unterwegs bin. Nicht als Investor. Als Trader, da sage ich, das ist meine, da schaue ich drauf, schafft er das, wo sind die Unterstützung, was will er, ne? Also ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Klarheit habt, ihr könnt ja gerne natürlich oder sollt natürlich auch die Preisaction eurer Märkte auf diese Form studieren, ne? In dieser Form, meine ich. Mein Deutsch ist schlecht, es ist Samstagabend, wir haben ein Gläschen Wein getrunken, verzeiht mir, ciao.